Meine Damen, meine Herren hier oben, liebe Landwirtinnen und Landwirte, liebe Bäuerinnen und Bauern, ich habe aufmerksam allen Reden zugehört. Ich bin ja heute auch hier. Ich habe die Schilder gelesen. Ich hatte ja viel Zeit. Vieles davon geht mir nahe. Ich sage gleich was dazu. Aber ich will auch was zu den vielen Reden sagen, die viele gute Argumente für ihre Position hier dargestellt haben. Eine Rede ist ein bisschen abgewichen davon. Und ich will das ausdrücklich sagen. Das war die Rede von dem Kollegen von Landschaft Verbindung vorher hier. Man kann gerne über türkischen Basar reden. Ich habe die Botschaft schon sehr gut verstanden, meine Damen, meine Herren. Aber ich will Ihnen auch mal sagen, wissen Sie, ich war im evangelischen Religionsunterricht und da habe ich auch gelernt, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Sie können sich das gerne so reden. Aber wissen Sie, ich frage mich auch, ob Sie diese Reden auch schon gehalten haben bei früheren Regierungen, als es noch ein bisschen anders aussah. Und ich will noch was sagen. Sie haben sich hier versammelt, weil Sie eine Botschaft haben. Und Sie wollen doch mir diese Botschaft mitgeben, damit ich sie am Kabinettstisch sagen kann. Und dann wäre meine Bitte und mein Rat, wir sollten nicht so reden. Ich halte das aus, ich war mal Handballtorwart, ich werde dafür bezahlt. Das ist mein Job. Aber wir sollten weder über den Finanzminister Lindner, noch über den Bundeskanzler Olaf Scholz, noch über den Vizekanzler Robert Habeck so reden, weil die wollen wir überzeugen. Wir wollen die gewinnen und wir wollen gemeinsam mit denen eine gute Lösung finden. So, und jetzt komme ich... wenn Sie mich lassen, zu meiner eigentlichen Rede. Meine Damen, meine Herren, ich weiß, dass wenn Sie gewollt hätten oder wenn Sie gekonnt hätten wegen den Sicherheitsauflagen, hier noch viel mehr Traktoren, hier noch viel mehr Bäuerinnen und Bauern hätten sein können. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass Sie hier nicht zum Vergnügen sind. Ich weiß, dass Sie einen langen Weg hier auf sich genommen haben, weil jetzt gerade eine Situation für Sie erreicht ist, die ernst ist. Ich weiß, dass Sie mit einer Riesenwut hier nach Berlin gekommen sind und sicherlich einige hier auch wütend auf mich als Teil der Bundesregierung. Ich stehe hier, ich will das auch sagen, ich mache mir da keinen schlanken Fuß, ich stehe hier als Vertreter der Bundesregierung und es gehört auch zu meinem Amt, das auszuhalten, Ihnen zuzuhören. Und wer mich kennt, der weiß, ich renne nicht davon, sondern ich komme und ich stelle mich. Aber ich bitte Sie, es ist klar, dass wir nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mehr sparen müssen als davor. Aber eben nicht unproportional, nicht überproportional. Und deswegen will ich gleich am Anfang sagen, ich halte nichts von den Streichungen in diesem Umfang und ich habe auch früher nichts davon gehalten, im Gegenteil. Ich habe in der Bundesregierung davor gewarnt, Agrardiesel und die Kfz-Steuerregeln abzuschaffen und in dieser Auffassung hat sich bei mir nichts geändert. Mir ist sehr klar, und das war ja gerade auch zu hören und zu sehen und vielleicht auch zu riechen, was diese Entscheidung für Folgen haben kann. Deshalb kämpfe ich im Kabinett dafür, dass es in dieser Härte nicht kommt. Ich werde Ihnen jetzt auch nicht das Blaue vom Himmel runter versprechen und es nur auf die anderen schieben. Das Wort, ich weiß, dass Sie das nicht mehr hören können, das Wort Steuerprivilegien, das klingt ja erstmal generös, als würde man der Landwirtschaft was schenken. Aber nach 2 Jahren im Amt weiß ich, der Wegfall dieser Regelungen trifft sie viel härter als andere Branchen.
Die Debatten gehen in unserem Land zwischen Stadt und Land sehr weit auseinander. Die meisten Landwirte sind an 7 Tagen in der Woche unterwegs und das nicht nur in der Erntezeit nonstop. Über ihre Belastungen im Alltag klagen sie nicht. Sie haben sich den Job ja ausgesucht und wussten, was auf sie zukommt. Aber die Aufgabe von uns Politikern ist es, dafür Bedingungen zu schaffen, dass sie diesen Job auch machen können und dass diese Sache sich auch für sie rechnet. Und das steht gerade auf dem Spiel. Und zwar gerade, weil sie ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, müssen wir in Berlin dafür sorgen, dass diese Herausforderung auch angenommen werden kann. Die Nachricht über die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung platzt. Liebe Berufskolleginnen, liebe Berufskollegen, wir kämpfen, aber wir kämpfen fair. Minister Özdemir ist heute, ich habe ihm meinen Respekt gezollt und dem sollten wir ihn jetzt alle entgegenbringen, ihm zuhören und ihn reden lassen. Ich bin. Wo ist unser Respekt? Liebe Landwirtinnen und Landwirte, die Nachricht über die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung platzt nicht irgendwann in die Zeit, sondern die platzt ohnehin schlecht geht. Klimawandel, Ukraine, Vorschriften, Preiskampf, billige Konkurrenz aus dem Ausland, alles das. Sie haben es gemerkt, meine Damen und Herren, wir haben es sehr lange versucht, weil es sehr angemessen ist dem Thema. Wir wollten so lange wie möglich Cem Özdemir zuhören. Tatsächlich haben wir dieses Signal nicht produziert, deswegen konnten wir es jetzt auch nicht ändern. Zumindest haben wir Cem Özdemir lange noch wenigstens gehört, wenn auch nicht gesehen, zumindest nicht bewegt gesehen. Trotzdem, eine solche Situation habe ich in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob nie, aber auf jeden Fall ganz, ganz selten erlebt, dass sich dort ein Minister auf eine solche Demonstration stellt, wo offenbar die Stimmung nicht sehr freundlich ist. Und das will ich hier als Einordnung schon noch mal sagen. Zumindest teilt sich, ist hier ein Teil der Regierung vor Ort. Sprechen wir gerne noch mal mit Frau Fritz, stellvertretende Chefredakteurin von Agrar heute. Frau Fritz, Sie haben bis eben ja auch Cem Özdemir gelauscht. Die Stimmung scheint uns, wir haben das Bild ja nicht von den ZuschauerInnen gesehen, aber die Stimmung scheint doch sehr aggressiv jetzt zu sein. Also ich muss auch sagen, ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht hier. Ich konnte gar nicht so viel verstehen, was Cem Özdemir wirklich gesagt hat. Es sind auch Sprechchöre hier laut geworden, aber auch das war nicht zu verstehen. Ich finde es mutig, dass er sich hier hinstellt. Aber ganz ehrlich, viel zu hören ist nicht. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes hat zwischendurch noch mal das Wort ergriffen und die Landwirte ein bisschen zu beruhigen und zum Zuhören zu bringen. Was ich rausgehört habe, ist, dass auch Cem Özdemir die Haushaltskürzungen im Bereich der Landwirtschaft nicht mit befürwortet. Und viel mehr konnte ich aber leider auch nicht verstehen hier, aufgrund der Lautstärke. Kein Problem, Frau Fritz. Wir haben tatsächlich das meiste schon verstanden. Cem Özdemir hat das noch mal wiederholt, was er die letzten Tage schon gesagt hat. Und wie er sagt, er schon seit Monaten auch sagt. Nämlich er habe, so hat er gesagt, im Kabinett klar darauf hingewiesen, dass er davor warne, dass wenn man beide Steuervergünstigungen gleichzeitig für die Bauern abschaffe, dass das zu ordentlichen und zu harten Einschnitten für die Bauern führen würde. Wie kommt es jetzt, dass das bei den Bauern offenbar so nicht ankommt und selbst, obwohl jetzt dieser Minister, der offenbar für Sie sich einsetzen möchte und das nach eigenem Bekunden auch schon getan hat und in der Öffentlichkeit in den letzten Tagen auch schon getan hat, wie kommt es, dass diesem Minister hier jetzt trotzdem nicht das Wort erteilt wird? Er hat zwar das Wort, aber er wird ja schon in großen Teilen auch niedergebrüllt. Ja, ich denke, da steckt auch die Geschichte natürlich etwas dahinter, dass ein grüner Landwirtschaftsminister
in der Branche. Wir haben viel erwartet und die Landwirte waren doch, glaube ich, enttäuscht am Ende, was die Regierung hier gemacht hat für die Landwirtschaft oder eben nicht gemacht hat. Und ich glaube, wo es jetzt beim Agrardiesel eben auch darum geht, es geht ja darum, die Wettbewerbsverzerrung auch in Europa eben nicht weiter zu nach oben zu treiben. Das ist auch die Angst der Landwirte jetzt hier, wenn der Agrardiesel wegfällt. Oh, jetzt wird nochmal geboot hier hinter uns laut. Genau, die Stimmung kocht hoch anscheinend. Ja, vielen Dank. Anke Fritz, stellvertretende Chefredakteurin von Agrar heute. Vielen Dank Ihnen für die Live-Einordnung von vor Ort vor dem Brandenburger Tor in Berlin. So, leider steht die Leitung, ich gucke nochmal, die Leitung leider zu Cem Özdemir weiterhin nicht. Deswegen schauen wir nochmal auf Joachim Ruckwied, seine Rede dem Präsidenten des Bundesbauernverbands heute etwa vor über einer Stunde. Liebe Bauern, liebe Bäuerinnen, Sie sind hier vor Weihnachten aus der ganzen Republik angereist. Vorlaufzeit 3 Tage. Tausende Bäuerinnen und Bauern, tausende Menschen, die unsere Interessen unterstützen, mehrere tausend Traktoren. Das ist eine Ansage an die Berliner Regierung, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Es reicht! Die Demonstration ist vom Deutschen Bauernverband organisiert bzw. dazu eingeladen worden. Wir werden aber zahlreich unterstützt, insbesondere von LSV, die hier sehr stark vertreten sind. Herzlich willkommen! Aber auch Freie Bauern, ABL, sämtliche etablierten Organisationen aus der Land- und Forstwirtschaft, Gemüsebau, Weinbau, die Tierhalter, alle sind sie hier in Berlin, um eins zu sagen, es ist Schluss, es reicht, zu viel ist zu viel. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und nicht zuletzt Finanzminister Lindner wollen uns Bauern die Landwirtschaft zusätzlich mit 1 Milliarde Euro per annum pro Jahr mit höheren Steuern belasten. Das ist eine Kampfansage. Und diese Kampfansage nehmen wir an. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft an die Bundesregierung. Und wir sind nicht nur hier in Berlin. Wir sind auch heute schon vor Ort mit vielen Traktoren. Und wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge, und ich meine den Vorschlag zur Besteuerung unserer Fahrzeuge und den Vorschlag zum Agrardiesel, nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen sehr heißen Januar geben wird. Wir sind schon belastet mit mehreren 100 Millionen Euro pro Jahr an zusätzlichen Abgaben bzw. Kürzungen
Ich nenne die Kürzung zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft über 70 Millionen Euro. Die Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz annähernd 300 Millionen Euro. Das ist schon eine massive, nicht hinnehmbare Belastung. Aber das, was jetzt vorgeschlagen ist, das schlägt dem Fass den Boden aus. Das Ganze steht unter dem Stichwort Haushaltskonsolidierung. Wir müssen sparen. Schauen wir uns mal den Haushalt an. Deutschland hatte noch nie so hohe Steuereinnahmen wie jetzt. Die Steuereinnahmen sprudeln. Das ist kein Einnahmenproblem, das ist ein Ausgabenproblem, liebe Bäuerinnen und Bauern.